Ich bin von der Lage dazu Organisation, also ich habe das mitorganisiert und wir möchten jetzt für das Podium möchte ich ein kurzes Input-Referat machen, respektive in der Tendenz an der Ehre ein paar Fragen aufwerfen, so ein bisschen gespickt mit auch noch was, was ich persönlich mitbekommen habe aus Spanien. Und die Empörten in Spanien, die traten an unter dem Slogan Democracia Real Ja. Und da stellt sich ja dann quasi die Frage, leben denn die Spanierinnen und die Spanier nicht in einer echten Demokratie? Und man kann die Frage anschließen, wie denn das bei uns ist, ob wir in einer echten Demokratie leben. Und das war ja vorher auch schon so ein bisschen Thema. Auf der kanarischen Insel Gomera wird für mehr als 8 Millionen Euro eine Flussverbauung erstellt. Beschlossen wurde dies in Madrid und Brüssel. Die Bevölkerung vor Ort kann dem Projekt nichts abgewinnen. Sie demonstrieren stattdessen für eine Fährverbindung in die Hauptstadt der Insel. Diese wurde wegen Sparmaßnahmen gestrichen. Und sie haben auch demonstriert für Löschflugzeuge, die auf den Kanarischen Inseln stationiert sind. Es hat gebrannt diesen Sommer auf der Insel. Ein Teil des Waldes, UNO-Weltnaturerbe und mehrere Dutzend Häuser wurden zerstört. Es hat Tage gedauert, bis die Löschflugzeuge vom Festland eingetroffen sind. Das Bauwerk, die Flussverbauung für 8 Millionen Euro hingegen, ist nicht fertig geworden. Sieht auch ganz anders aus als geplant. Das Geld, das ist aber weg. Was bedeutet es den Menschen in Spanien, dass sie in einer Demokratie leben? Und was bedeutet es uns? In der Schweiz haben Viktor Palmer und Oswald Sieg in die käufliche Schweiz aufgezeigt, wie viel Einfluss Lobbying hat. Laut ihnen wird unser Land zusehends pseudodemokratisch. Dabei stehen wir bezüglich Transparenz im internationalen Vergleich besonders schlecht da, was auch dazu geführt hat, dass wir in einer Studie von der Uni Zürich in Bezug auf Demokratie nur auf dem 14. Platz gelandet sind. Glauben wir in der Schweiz an die Demokratie, wo wir doch auf lokaler Ebene viel mehr mitbestimmen können als in Spanien? Nutzen wir diese Möglichkeiten für Mitbestimmung? Nutzen die Ausgegrenzten, Marginalisierten, sich machtlos fühlenden und Ohnmächtigen die Mittel der Demokratie? Und was ist, wenn wir nicht mehr an die Demokratie glauben? Mit wie viel Energie werden Angriffe der Wirtschaft und der Banken auf die Demokratie dann verteidigt? Und mit wie viel Kraft würde ein politischer Angriff auf die Demokratie verteidigt? Wir wissen nicht erst seit gestern, dass wir die Umweltzerstörung stoppen müssen. Auch in dem Zusammenhang möchte ich Fragen stellen. Verträgt es unsere Umwelt, wenn der Einzelne auf seinen persönlichen Freiheiten des Konsums beharrt? Oder muss auf den Bürger Druck ausgeübt werden, damit er seine persönlichen Freiheiten so einschränkt, dass es geht, dass es nicht zu viel ist, was er konsumiert? Oder braucht es umgekehrt Druck von unten, dass die Zivilgesellschaft das Heft in die Hand nimmt und dies vielleicht auch tut, wie Geseko von Lübcke hier am Donnerstag dargelegt hat? Dafür ein Beispiel, und davon ist das Bild, das wir hier sehen, ist das Transition Town Modell, in dem mittels partizipativen Methoden, meist im Open Space, Ideen für die Bewältigung der Energiewende gesucht werden. Und das Besondere daran, ein Punkt im Handlungsmodell ist, dass man auf die Politik zugeht und dass man das zusammen probiert. Wir können aber nicht alle Probleme selber lösen, zum Beispiel in der Finanzindustrie, wie vorher Christoph Pfluger dargelegt hat. Wie viel Druck braucht die Politik, damit sie Probleme angeht? Und
Eine letzte Frage, die ich aufwerfen will: Weshalb finden sich Top-Down- und Bottom-Up-Ansätze vielfach nicht? Quartierentwicklung, Stadtentwicklung, dass man da die Bevölkerung mit einbezieht, das ist ein Thema, Stichwort Agenda 21. Und umgekehrt gibt es viele Initiativen, zivilgesellschaftliche Initiativen von unten. Aber ich habe das Gefühl, meine Beobachtung ist, dass von beiden Seiten her man so ein bisschen das Gefühl hat, auf der anderen Seite funktioniert es nicht so richtig, mit denen kann man nicht zusammenarbeiten. Vielfach findet man sich nicht. Und es gibt natürlich auch Gegenbeispiele, in denen man sich findet. Und auf was ich dann vielleicht näher und nachher eingehe in der Diskussion, das sind verschiedene Lösungsansätze, die ich gesammelt habe von den Zapatisten in Mexiko und ihren Vorfahren, den Mayas, über die eben Ansätze der Agenda 21 bis die neue Verfassung, die sich Island gegeben hat, wir Crowdsourcing, das sind so verschiedene Ansätze, die bestehen. Und aus Zeitgründen erkläre ich die jetzt nicht alle, aber ich bringe da vielleicht nachher das eine oder andere davon noch ein. Und damit möchte ich Nora Meyer-Herzog übergeben, die uns einen Input gibt, wie Wandel gelingen kann.